So. Haben wir jetzt... Jetzt haben wir die Möglichkeit, endlich... Reißen! Ich jag dich! Okay, da ist er relativ weit weg. Weiß ich nicht mal, ob ich ihn überhaupt erwischen kann. Ha. Sollte vielleicht auch erstmal darum gucken, dass ich die normalen Heinzels mit ausschalte. Also ihn hier. Und mich auch in Deckung begebe. Steht komplett im Offenen rum, ist jetzt nicht so optimal. Zumindest denke ich mal, dass ich ihn ausschalten kann, wenn auch nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Aber immer noch besser als nichts. 75% ist jetzt halt genug, um ihn zu kritten anscheinend. Nice! Habt ihr das gesehen? So. Zumindest Streifen. Und der Einzige, der jetzt noch mal was machen kann, ist Chief, aber Chief kann ums Verrecken gerade nichts machen, dann Feuerschutz. Der Typ trifft eh nicht, der schießt eh nicht daneben, oder schlägt daneben, oder sticht. Die dünnen die Herde ein bisschen aus. Und muss nachladen. Wenigstens zeigt er sich. Oh. Niemand ist perfekt. Nicht einmal ich. Diese Dinge bieten keine große Herausforderung. Wenigstens können ihre Leute kämpfen, Commander. Ja, aber ich habe wenigstens Vertrauen, dass die Viecher dich jetzt slappen, dass du endlich abhaust. Da oben. Wie viel Munition du schon verballert hast und nicht getroffen hast, ist faszinierend, Chief. Aber ist wahrscheinlich so wie ich bei Halo. Okay, let's slap down time. Das zwirbelt. Sehr schön. Jetzt portet er sich nämlich endlich von dort weg. Eine Stelle, wo noch beschissener ist. Genießen Sie Ihre letzten Atemzüge. Ich glaube, der Älteste ist dazu spezialisiert, sich an Orte zu teleportieren, die beschissen sind. Aber zum Glück habe ich ja Tassa da mit seinem Reißen, der einfach ihn jagt momentan über die Map. Also wirklich jagt. Bam! Ein netter Trick, Templar. So. Momentan, hier ist der. Könnte ich den sogar, wenn ich mich ein bisschen zurückziehe mit Van Beck, voll kritten. Bam! Nimm das! Okay. Ja, aber haben sie auch noch viele von dir? Smack Talk hier. So. Jetzt ist die Frage, Roman. Triffst du? Leider nein. Verdammt! Jimmy schicke ich mal nach vorne.
Salahandripus, mal schauen, ob das klappt. 70%. Nein! Und du hast dein Auto angezündet. So. Ich habe, glaube ich, nicht genügend Munition für einen Schusshagel. Und nachladen kann ich auch nicht. Das heißt 70%. Wenn ich genügend 70% Schüsse mache, irgendeiner muss treffen. Oder ich schieße halt permanent daneben, das geht natürlich. Die Ältesten haben euch hierfür erschaffen. Beweist euch. Okay. Du bist scheiße! Ah! Eingeschüchtert. Ich will hier raus. Hast du dich gerade selbst gesprengt? Da kommen ein paar Freunde von mir. Das ist doch ein Problem, oder? Wollen wir warten? Ja, die Freunde stellen sich neben das bald explodierende Auto. Ich weiß nicht, ob das so, ne, klug ist. Ziel. Die Erschaffung der Verlorenen ist möglicherweise der größte Fehler, den die Ältesten je begangen haben. Jetzt wiederholen sich schon die Sprüche, weil der Kampf so lang geht. Meine Güte, ist das ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem? Slap Jam! Sie hätten ihre Leute abziehen sollen, als sie noch Gelegenheit dazu hatten. Wie viele von denen einfach kommen mittlerweile? Das hat fast schon Comedy-Stil. Wie viele von diesen Verlassenen hier rumwackeln. Okay, den brauche ich eigentlich nicht abballern, der ist eigentlich eh schon so gut wie tot. Frage ist, ob ich irgendeinen von denen da volten kann, ohne mich absolut ins Aus zu befördern. Ich würde mal sagen, ich gehe erstmal hier hin. So. Bringt es jetzt irgendwas, die Leute zu wollten? Springt das überhaupt über? Nein. Bringt es dann was, wenn ich ihn zerreiß? Oder ihn? Ich zerreiß mal ihn. Und danach einfach mal parieren. Kostenloses Nachladen. Wir könnten den Auserwählten punchen. Könnten wir wirklich? Ich denke, das ist auch eine verdammt gute Idee. Er hasst Nahkampf. Geben wir ihm Nahkampf! Puncher! Wo hat er sich hinge... Wirklich? Er hat sich einen Millimeter weiter geportet? Das ist faul? Das ist faul! Der hat sich tatsächlich nur einen Millimeter weiter geportet. Ah, das Problem ist, Serie bringt mir jetzt auch nicht so viel.
weil ich so oder so nachladen muss nächste Runde. So. Zu etwas Nütze wäre, würden sie mich nicht brauchen. Mal schauen, ich will auf jeden Fall den einen platt machen, damit er ihm nicht... Ich will auf jeden Fall so viele wie möglich platt machen, sagen wir so. Kein Problem, Boss. Schildwall. Hm. Könnte ich auch machen. Voll als Panzerschutz in die Deckung stellen. Oder ich baller halt einfach ihn mit 50% über den Haufen. Machen wir mal ein Schildwall. Und mit einem Schusshagel finishen wir den endlich mal. Ziel neutralisiert. So. Gott sei Dank. Sie sind wohl die erste Person, die ich mehr als einmal besiegen konnte, Commander. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Ich komme wieder. Das war sicher nicht unsere letzte Begegnung, aber diese Auserwählte hat offensichtlich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, Commander. Pariert! Sie haben mich im Visier! Ich glaube, ich pariere nur einen Schuss, ne? Meine Entschlossenheit wankt! Sie wechseln die Taktik! Master Chief! Unantastbar! Nice. Die Verlorenen werden jetzt auch wieder mehr Amok laufen. Aber zum Glück nicht nur auf uns. Das wird langsam gefährlich. Okay. Kisten markieren, Gegner ausschalten. Roger. Das können wir aber jetzt auch gut machen. Wir haben ja jetzt die Zeit dafür. Schön nacheinander, ein nach dem anderen. Feind terminiert. Ziel neutralisiert. Feind neutralisiert. Ich muss bald nachladen. So, damit sind schon mal er zumindest. Wir könnten mit einem... Also erstmal verballere ich natürlich Munition, das ist ja ganz klar. Ach stimmt ja, er hat keine Munition. Dann ballere ich erstmal alle über den Haufen. Oh, das war knapp, ich muss aufpassen, wegen Schaden ein bisschen. 3 bis 6 ist halt nicht hundertprozentig gesagt, dass es ihn tötet. Ich meine, 74% ist besser als nichts, aber... So. Gehe ich lieber kein Risiko ein. Wenn ich jetzt ihn wollte... Dann töte ich definitiv mehrere. Oder auch nicht. Der Doc wird das sicher sehen wollen. Komm schon, sammel ein.
So, Salandropus. Bekomme ich jetzt einen Orden? Nicht fürs hirnlose Zombies abschlachten. Wie viel ist, was ich schon getötet? So macht man das. Ich muss nachladen. Diese Einheit lädt jetzt nach. Komm schon. Salandropus. Eine Sekunde. Oh, da bin ich wieder, hatten einen kleinen Käferunfall. Ach, verdammt. Muss auch nachladen. Kann nicht alle Gegner ins Visier nehmen. Befehl bestätigt. Aber zumindest könnten wir einen wahnsinnig machen. Instabil. Komm schon, 60%, das muss klappen. Desorientiert. Naja, besser als nichts. Ballern wir noch ein paar von denen hier über den Haufen. Und der letzte Schuss gilt dann Edwind. Oder vielleicht der letzte Schuss Hag. Könnte ich vielleicht einen Edwin sogar damit definitiv töten. Ha. Roman hat sich auch noch nicht bewegt, das ist auch sehr gut. Das heißt, wir können noch... Ich dachte gerade, 100% schießt daneben. Munition ist knapp. Und jetzt noch auf den Advent. 60%, komm schon. Natürlich schießt du daneben und triffst den anderen direkt am Arm. Fehlschuss. Vater hat sich selbst übertroffen, oder? Das habe ich irgendwie verdient. Naja. Dann wenigstens ein Schusshagel. So. Boom. Ich wünschte, ich hätte das nicht tun müssen. Sehr schön. Wir müssen die Verlorenen irgendwie unter Kontrolle kriegen. Irgendwie. Dass sie ein bisschen touchy-touchy bei Roman machen, habe ich kein Problem damit. Der hat genügend Rüstung. Das ist schon eher blöd. Okay. So, der Handelbus kann zumindest ein paar ausschalten. Die Kiste markieren, weil deswegen sind wir verdammt noch mal nur hier wegen den scheiß Kisten.
7 bis 9. Die Wahrscheinlichkeit, ihn zu töten, ist nicht 100%. Not too shabby. 88%. Jetzt habe ich wieder mal ein Doppelding drin, aber gerade so, 7 Schaden. Nice. Well, 85%. Doppelschuss könnte ich ihn auf jeden Fall, aber ich versuche es einfach mal so. 7 Schaden. Schade. Oma nachladen. Und Angel kann jetzt richtig schön das Feld aufräumen. Ziel neutralisiert. Komm schon. Ah, verdammt. So. Mit einem... Also halt. Was mache ich denn? Du hast ja auch eine Pistole. Ich denke die ganze Zeit, halt, du hast ja auch eine Pistole. Ich vergesse es immer, dass das da auch eine Pistole hat. Aber für sowas ist sie gar nicht schlecht. Weil der halt wirklich unendlich ballert. Aber mit 71% will ich mich trotzdem nicht rumärgern. Zack. Dann sind zumindest mal die Advents besiegt. Alles im grünen Bereich. So, schalte ich den mal weg. Ziel eliminiert. Und den hier weg. Noch einer. Den da oben. Feind neutralisiert. Munition ist knapp. Einer geht noch. Ziel neutralisiert. Munition verbraucht. Nachladen. So. Einmal. Leg gerade, er kommt nicht hoch zum Päckchen, ne? Schade. 92%. Sehr schön. Nicht schlecht. Reservemunition. Die haben langsam echt viel HP, ja? Das war echt gut. Und Schildball. Sollen sie doch. Wir holen da mehr raus. So. Sky Ranger Vorratskisten. Da unten ist auch noch eine, sehe ich. Wollen wir mal direkt weiter. Frag mich, wenn wir alle Verlassenen ausschalten, ob dann einfach die Mission zu Ende ist und wir gewonnen haben und alle restlichen Kisten einfach mitnehmen, bevor wir jetzt hier von Kiste zu Kiste hetzen. Ich glaube, das war nämlich der Fall. Sprich, wir töten mal kurz alle Verlassenen. Feind neutralisiert. Reserve Munition. Sollten wir ja ohne weiteres hinkriegen, hoffe ich mal. Dann mit der Mini-Pistole. Die auf Nahkampf hat halt echt gute Genauigkeit. Und wo ist der letzte? Ganz da unten, ne? Hm. Voltangriff!
So, dann können wir nicht jetzt noch den hier über den Haufen ballern. War, das war der letzte. Und es hat geklappt, ja. Woo! Wir haben einfach nur die letzten Verlassenen ausschalten müssen. Sehr schön. Zwei Verletzte, wir haben über 90 Feinde getötet. Davon waren natürlich die meisten diese Kadaver, aber... Oh mein Gott. Ermordete Friedenshüter. Ja. Das zeigt, dass auch die Auserwählten verwundbar sind und zum Fall gebracht werden können. Alle müde. Müssen sie nur noch daran hindern, wieder aufzustehen. Alle müde. Wir haben aber relativ viel rausgeholt. Also wirklich verdammt viel rausgeholt. Nice. Jetzt können wir uns nämlich mal ins Trainingszentrum rein und die Fähigkeiten trainieren. Und zwar, Gutko, du hast sowieso alles schon gerade. Ich glaube, wir können die Fähigkeiten von Scorch, schwer verwundet. Konfrontation. Sehr gut. Platz tauschen, klingt auch gut. Dieses Wesen aus der Einrichtung der Ältesten ist meinem Volk nicht bekannt. Es ist etwas anderes als wir. Ein Versuch, etwas Verlorenes zurückzuholen. Es muss vernichtet werden, so wie alle gefesselten Kreationen der Ältesten. Generell finde ich hier unheimlich geil. Ich investiere mal in Befleck. Dann... Was haben wir denn noch? Wen können wir denn noch? Outrider, hast du noch irgendwas, was sich lohnt? Abschusszone eher nicht. Ha. Da du eh finished, ist das eigentlich eine relativ gute Wahl. Roman, was sieht's, wie sieht's bei dir aus? Abschusszone, Explosivzeug, also, Seit der Hinterpost geht leider nicht und Van Beck geht leider auch nicht. Schade eigentlich. Jimmy. Sprengschutz und Holo zielen. Ist aber eher der mit Pistolen kämpft. Saya. Deckungsfeuer, Kettenschuss ist halt auch richtig hart. Aber ich hebe mir noch die Punkte auf. Okay, sehr schön. Nächster Halt, Schwarzmarkt. Kurz mal, um nämlich die ganzen Leichen loszuwerden. Aber wir haben eh schon relativ viel... Zeug, sage ich jetzt mal. Na, wo sind meine Leichen, ne? Ich hatte doch so viele. Wo seid ihr? Habe ich die verlorenen Leichen jetzt nicht zum Verkauf? Will sie die wirklich nicht kaufen? Davon habe ich aber so viele. Ich meine, ich würde sie auch nicht kaufen, aber... Den können wir verkaufen. Was hast du denn zum Kaufen? Fragen wir mal so, wir haben ein bisschen Info. Schildträger, Autopsie, Sturmkanone, halber die Forschungsdauer. Vorräte, Geschwindigkeitsstecher, okay. Ich halte es mit meinem Hinterkopf, jetzt gucken wir erstmal. Sie können es einfach nicht bleiben lassen, nicht wahr? Es ist offensichtlich, wo sie hinwollen. Aber ich bezweifle, dass Ihnen gefällt, was Sie dort finden werden. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Sie können bei Bauvorhaben... Machen wir mal einen Geistanzug. ...oder eine Einrichtung besetzen. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Ein Geistanzug ist nämlich auch sehr geil. So, was können wir hier noch alles bauen? Was uns denn was hilft?
Psi-Verstärker, Nanowesten. Machen wir mal den Psi-Verstärker und so. Sonst brauchen wir eigentlich gerade tatsächlich gar nichts. Annäherungsminen wäre noch lustig für... Ich weiß aber nicht, ob Annäherungsminen dich rausholen. Unter Verwendung von... Machen wir mal eine. Ich habe die noch nie benutzt. Ich finde aber den Gedanken von Annäherungsminen relativ lustig. Wir sind gerade in der Schattenkammerforschung tätig, ne? Dass wir trotz aller Bemühungen des Codex, uns den Zugriff aufs Advent-Netzwerk zu verwehren, einen Satz an Koordinaten extrahieren konnten, die auf einen Okay, wir könnten jetzt Informationen sammeln. Legierien und sowas ist, glaube ich, jetzt gerade mehr nützlich, wenn wir die späteren noch besseren Schusswaffen und Präzisionswaffen und sowas ausbauen wollen. Natürlich. Steigt das Advent-Projekt noch um einen Tag? Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Zerstörung dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Central, Commander, ausgezeichnet. Meine Analyse der fragmentierten Codex-Daten ist fast fertig. Die Informationen, die ich gefunden habe, überwiegen bei weitem den Verlust der Schattenkammer. Sehen Sie. Ist das ein Ältester? Ich habe mindestens ein Jahrzehnt keinen gesehen. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt warum. Die Ältesten scheinen unter einer aggressiven Form des Gewebeschwunds zu leiden. Rapider Muskelabbau, den ich so nicht für möglich gehalten hätte. Sie sterben also. Unsere Arbeit ist wohl gerade etwas einfacher geworden. Wie bei allem in Bezug auf die Ältesten ist es leider nicht ganz so einfach. Die Ältesten suchen schon seit Jahrhunderten verzweifelt nach einem Heilmittel. Jedes Mal, wenn sie eine neue Spezies entdeckten, sicherten sie so viele genetische Daten und Material, wie sie brauchten, und reisten zur nächsten Welt. Bis jetzt. Ich glaube, sie haben in uns etwas gefunden. Etwas, das so wichtig ist, dass sie hier Wurzeln schlagen. Ein Heilmittel? Das weiß ich noch nicht so genau. Mehrere Schlüsseldateien wurden bereits gelöscht. Im Zuge einer sogenannten Avatar-Direktive. Avatar. Wir brauchen diese Dateien. Hätte ich Zugriff auf einen voll funktionsfähigen Codex, könnte ich die Daten vielleicht bergen. Oder dieses Mal das ganze Schiff hochjagen. Dafür brauche ich die Kreatur nicht hier, Bradford. Ich bin sicher, dass ich aus der Ferne auf sie zugreifen kann. Solange ihre Soldaten im Kampf nahe genug an sie herankommen, ohne sie zu zerstören. Das kriegen wir hin, Doktor. Das heißt, ich darf jetzt einen Avatar hijacken. Ich habe ein Auge auf all unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten ihre Befehle, Commander. So, dann wollen wir mal forschen. Wir brauchen nämlich so langsam, aber sicher, würde ich mal sagen, hier bessere Waffen. Sturmkanone, Strahlenkanone. Das ist der Unterschied. Ach, das ist die Pumpe und das ist die Gatling, ne? Pumpe brauchen wir gerade definitiv nicht, dann doch lieber Gatling. Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. Sie sind nicht die Einzigen, die der Sabotage fähig sind. Die Auserwählten tun alles, um uns aufzuhalten. Wir müssen uns vor ihren Sabotageversuchen hüten. Ah, du bist ja doch eine Arschloch. Okay, er kann jetzt beherrschen, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was er noch kann. Lehrenspalt. Lehrenspalt ist eine sehr geile Fähigkeit. Sehr mächtig. Nicht so gut wie Psi-Lanze, aber trotzdem sehr mächtig. Ja, ich weiß. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ich weiß doch. Das Ding ist, bauen wir gerade ein Kommunikationszentrum? Ja, 2 Tage ist es fertig. Dann können nämlich erst das Avatar-Projekt entgegenwirken. Vorher lohnt sich's gar nicht. Es freut mich, dass unsere Zusammenarbeit Erfolg hatte. Sehr schön.
So, dann machen wir mal eine neue verdeckte Aktion. Wir könnten den Avatar-Fortschritt reduzieren, wir könnten den Avatar... Oder wir jagen ihn. Und ich würde mal sagen, wir jagen ihn. Alle meine Leute sind müde. Der einzige, der mit könnte, wäre Slim nochmal. Dann schicken wir nochmal Slim. Und nochmal einen Soldaten dazu. Okay. Und wir bräuchten noch einen Templer. Ja, dann warten wir mit der verdeckten Aktion, bis unser Templer wieder einsatzbereit ist. Widerstandskommunikationseinrichtung einsatzbereit. Nice. Wir haben jetzt die Widerstandskommunikationseinrichtung, die können wir auch gleich noch verbessern. Zack. Und schicken jetzt hier zwei Ingenieure rein. Perfekt. Jetzt können wir ohne Probleme wieder Widerstand. Nice. Wo würde sich am schnellsten lohnen, dass wir die Dinger zerschlagen könnten? Auserwählter Versteck ist hier. Das ist noch gesperrt. Dann sollten wir als allererstes mal... Das geht nur von hier. Also müssen wir hier den Kontakt herstellen. Okay. Da können wir dann nämlich auch gleich die und die hier angreifen. Versuche lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Ziel überprüfen, aber ganz kurz noch ignorieren. Die Strahlenkanone würde ich gerne noch mitnehmen. Ja. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Sehr schön, sehr schön. Berserkerkönigin Autopsie, darauf habe ich gewartet. Die Berserkerkönigin. Das gefährlichste meiner drei Testsubjekte stellt zugleich auch die größte Annäherung an die Grenze dessen dar, was sich noch als angemessene und moralisch vertretbare Forschung betrachten lässt. Selbst zu Kriegszeiten sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass man möglicherweise eine Grenze einreißt, die sich nie wieder aufbauen lässt. Wenn man ein ohnehin schon labiles Alien mit Ausrüstung versieht, die seine Fähigkeiten noch weiter verstärken könnte. Sie ist wahnsinnig! Aber das wussten wir ja schon. Technikabteilung. Bauen wir diesen Plasma-Laser. Wenn wir es denn könnten. Weil das ist ja auch eine Spartenkanone, die wir dann verbessern könnten. Aber wir brauchen wesentlich mehr Vorräte. Ich glaube kaum, dass ich an Bord dieses... Oh, wir haben es verpasst. Ups. So. Also er ist immer noch schwer verwundet, deswegen können wir ihn nicht mitschicken. Trotzdem schicken wir jetzt einfach mal Slim zusammen mit Snake und ab die Post. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Commander. Geisterrüstung wurde erstellt, sehr gut. Wir haben unsere Forschungen in bemerkenswert kurzer Zeit abgeschlossen, Commander. Neues Testprojekt, REACH! Wie der Forschungsbericht festgestellt hat, war es völlig unverantwortlich und geradezu irrational, diese Forschungen trotz aller ihr bekannten Risiken nicht nur für Sie, sondern auch für den winzigen Rest der gesamten Menschheit zu verfolgen. Aber sie hat es trotzdem gemacht. So, der Rage-Anzug. Klingt gut, Commander. Ich lasse es Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Haben Legierungen. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Commander, es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Bitte was? Meine jüngsten Bemühungen waren ein Fehlschlag? Okay. Ah. Ich gebe Ihre Befehle weiter. Rage-Anzug! Nice! Und Vortritte. Moment.
Ältesten hat irgendwas in dieser Region vor. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt hier den Kontakt herstellen. Und dann das Avatar-Projekt. Ach, wir haben nicht genügend Info. Wir müssen erst dazu hier so ein Funk-Relay installieren. Verteidigungseinrichtung einsatzbereit. Sehr schön. Weil langsam wird es echt knapp mit dem Avatar-Projekt. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, definitiv. Gehen wir kurz zum Schwarzmarkt, damit wir die Strahlenkanone holen können. Dann sind wir ja für die nächste Mission wahrscheinlich relativ gut vorbereitet. Auch wenn wir jetzt eine Mission davon leider übersprungen haben. Ich will keine Legierungen verkaufen. Soldatenleichen kann man immer verkaufen. Datenspeicher ein, kann man verkaufen. Geisternzug will ich jetzt nicht verkaufen, natürlich. Die Frax kann ich verkaufen. Kann ich auch verkaufen. Vipern brauche ich keine, Gesichtslosen brauche ich keine, Edward Lanzenträger brauche ich keine, Frack-Mechs brauche ich keine. Archons lasse ich mal. Sektorpot lasse ich auch mal. Okay. Mal, jetzt können wir nämlich die Kanonen herstellen. Entweder die Spa... Nee, können wir nicht, weil uns Iridium-Kristalle fehlen. Well, shit. Haben wir das sowas im Angebot? Haben wir. Jetzt aber. Und Gegenstand herstellen. Die Strahlenkanone oder das Face-Gewehr. Lieber die Strahlenkanone, weil der Mech ist gerade eh in Reparatur. Und jetzt ist halt das, was wir am meisten brauchen, schnell, dass wir die Avatar-Dinger platt machen können. Wird nochmal knapp hier. Einsatz ansehen. Informationen. Nice. Natürlich gehen wir. Oh, und Salahandropus ist auch wieder dabei. Wurde repariert, also können wir den zur Not auch mitnehmen. Nicht gedacht, dass es so schnell geht. Okay. Ich brauche nicht zwei Explosiv. Deswegen immer ausrüsten mit dem Rage-Anzug. Oh mein Gott. Super Meat Boy! Oder was? Aber der ist ja, momentan ist er noch schlecht. Also momentan ist die Rüstung noch relativ schlecht. Deswegen geben wir einfach mal den War-Anzug nochmal. Mit der Schreddersturmkanone. Bluescreen-Geschosse ist relativ okay und dazu noch... Die Annäherungsmine nicht, aber Frostgranate oder Säuregranate? Säuregranate. So. Dann nehmen wir dazu noch Draganova mit rein. Draganova bekommt als Ausrüstung Claymore und eine Annäherungsmine will ich eigentlich gar nicht geben, sondern eher in irgendein Schusswaffending. So mit Rüstungsdurchdringung am besten. Das heißt, ich muss die von Jimmy hier runternehmen. Gib ihm dafür halt mal Giftgeschosse. Oder Drachengeschosse. Halt! Commander,
Tigen und Shen werden nur zufrieden sein, wenn wir den und Schild ihr panzerbrechende Munition. Wir sollten vor dem Einsatz einen unserer Soldaten damit versehen. Ha, das Ding ist, Saya wird auf jeden Fall den Boden mit den Leuten aufräumen. Aber ich lass mal Salahanthropus weg und nimm dafür Slim ist in einer verdeckten Mission. Dann nehme ich lieber mal noch Goodgo mit dem Schädelstecker. Beziehungsweise er kann eh nicht hacken. Goodgo, nimmst du den Schädelstecker? Oder wer zum Teufel hat gerade den Schädelstecker? Und wer zum Teufel kann auch den Schädelstecker überhaupt nehmen? Waffen freigeben. Ausrüstung freigeben. Hä? Wer von euch hat gerade einen Schädelstecker? Nein. 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 Ach, Slim hat ihn und Slim ist nicht da. Deswegen. Okay, hat sich erledigt. Das bedeutet dann wohl, Goodgo kriegt Annäherungsminen. Dragonova, dann haben wir hier perfekt Nikolai van Beck, keine Flashbang, lieber eine Frostgranate. Und Saya mit der Krallenmunition und sie kriegt eine Flashbang. Fusionsaxt. Jimmy Lee mit den normalen Schüssen. Ja, die Gruppe sieht gut aus. Dann bis zum nächsten Mal bei XCOM 2, War of the Chosen. Mit einem Kommandant und bye bye!